Der nächste Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine Mitarbeiterin unserer Praxis, die im Rahmen eines Distorsionstraumas während des Joggens eine Weber-B-Fraktur erlitten hat. Hier stellte sich die Frage nach der Frakturstellung und der entsprechenden Lage der Fragmente. Sie sehen hier sehr schön die Frakturlinie im Bereich der Fibula ohne wesentliche Dislokation. Wir können hier alle Möglichkeiten zur dreidimensionalen Darstellung nutzen, bis hin zur 3D-Rekonstruktion. Es zeigen sich auch keine Hinweise für eine begleitende Syndesmosenverletzung und dieses kleine dorsale Fragment weist auch keine Dislokation auf in wesentlicher Form. Wenn gerade bei Gelenkbeteiligung sich die Frage stellt, wie groß ist die Distanz, lässt sich das problemlos mit entsprechenden Tools messen. Auch in der 3D-Rekonstruktion kann man sehr schön den Frakturspalt darstellen. Wir haben die Möglichkeit, hier entsprechend Vergrößerung und jede beliebige Ebene darzustellen. Diesen Unfall haben wir entsprechend konservativ behandelt mit einem sehr guten Verlaufsergebnis.